Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WoW Gameplay. Ja, endlich bin ich entbannt. Es war ein Monat, aber für mich war das Ewigkeit. Ich wurde ja gebannt, weil ich den Account gewechselt habe, weil ich die Autoprüfung und die Waffenprüfungen nicht mehr machen wollte. Und jetzt schauen wir mal kurz. Ich bin jetzt nicht mehr so gut drin, aber... das heißt hoffentlich nichts. Ja, Academy Note hatte ich natürlich nicht gemacht. Der fährt ein bisschen ganz kaputt, okay. Da sehen wir noch der Waffenschein A. Ich will ja B noch machen. Busjob haben wir auch recht viel gemacht. Aktivitäten. Ja, das ist natürlich auch jetzt wieder bei Null. Aber die Credits sind in 7 Tagen schon wieder da. Ja, okay. So, okay. Wir haben irgendwie nichts. Ah doch, wir haben Share. Okay. Wir haben Punkte für Warnung. Ist 40 Punkte viel oder nicht? Ja, trotzdem haben wir Freiheit, die wir lieben. Ja, ich hätte jetzt Lust, ein bisschen Musik zu machen, extremer zu können. Zigeuners-Cut. Aber ja. Ihr wisst, ich bin ja ein bisschen einer, der schaut, dass ich keine Strikes bekomme. Ich mache also nur Musik, wenn auch wirklich richtig ist mit dem, ja, was soll ich sagen, dass ich einfach nicht strafbar sein kann, weil ich ja nicht unbedingt Werbung machen muss für diesen Verein, für diese Boyband oder, ja, ihr wisst es. Und ich bin in Extremo-Fan, ich bin Blind Guardian-Fan, ich bin halt eher rockige Musik, also wirklich Heavy-Metal-Fan. Ich bin zum Beispiel auch Rammstein-Fan. Ich bin alles, vor allem aus Deutschland. Ich liebe deutscher Heavy-Metal. Ich liebe das einfach. Oder, wie zum Beispiel in Extremo, liebe ich auch Nordisches, also Schwedisches, glaube ich. Und, oh, das liebe ich, ey. Aber ich kann es nicht vorsingen. Ich kann auch Deutsch nicht so gut vorsingen, weil ich die nur sehr wenig schaue. Wir gucken mal nach Spielen und wir gucken mal, ob wir irgendwas Geld verdienen können oder sowas. Ich will jetzt eigentlich nicht zum Polizeirevier gehen, oder? Also, ich möchte ja euch etwas zeigen können. Community kennt mich wahrscheinlich gar nicht mehr so. Ich werde jetzt einfach mal nicht so fahren, wie es eigentlich üblich ist bei mir. Also eher ein bisschen schlechter, also nicht die Verkehrssachen, Ordnung einhalten. Ich werde das ja, öfters machen, wenn ich wieder ein bisschen mehr drin bin. Ein bisschen die Konzentration auch habe. Ich hoffe, ich werde nicht bestraft von Polizisten. Ist natürlich klar. Ja. Da ist zum Beispiel ein Spieler da oben. Der hat wahrscheinlich irgendwas, auf der wartet ist er. Schauen wir gleich mal wegen der Prüfung für Waffe. Waffenschein A. Also wir können nur Waffenschein A machen. Was ist denn hier eigentlich zu sehen? Ich habe doch Waffenschein A. Wieso kann ich nicht Waffenschein B machen? Es ist geschlossen. Ich brauche 30.000, aber für was? Okay. Wenn mir das jemand sagen kann, dann hoffentlich ja, ein ganz gutes Dankeschön. Aber jetzt, ja, können wir halt einfach nichts machen. So, wie viel Benzin haben wir? Voll, okay. So, wir gehen fischen. Dann haben wir Fischernetze dann, kostenlos. Und wenn wir die Fischernetze kostenlos haben, gehen wir dann, Großfischen, also mit dem Jetski. Den habe ich ja gekauft. Und mit dem werden wir dann hoffentlich recht gut Geld verdienen. In kürzester Zeit eigentlich.
Ich werde mal schauen, dass ich heute Abend noch ein bisschen Bus fahren kann. Oder eher morgen dann. Morgen, morgen. Oder wie ihr auf Deutsch sagt, wir in der Schweiz sagen wir von morgen zum nächsten Tag. Und dann einfach morgen, morgen. Morgen heißt bei uns morgen, aber morgen sagen wir auch manchmal. Und das ist ein bisschen verwirrend, wenn man das jetzt nicht öfters. Was machst du gerade hier? Ich spiele. Ich freue mich immer, auf dem Server zu sein. Viele wollen ja auf dem Server gar nicht sein, weil die Spieler wirklich scheiße fahren und immer wieder Sachen machen. Aber mich freut es, auf dem Server zu sein. Ich habe ja diesen Ghost Thunder ja als echt guter Kollege gehabt, der mir immer wieder geholfen hat. Aber der hat leider nicht mehr so viel Bock. Er wird wahrscheinlich in den Videos nicht mehr mitmachen. Aber wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann dürft ihr mich gerne immer wieder treffen. Ihr dürft zu mir kommen, kurz reden. Hallo, ich möchte gerne mit der Aufnahme, bei der Aufnahme dabei sein, und dann dürft ihr mit dabei sein. Ihr dürft sogar als Fan dabei sein, der einfach hinterher fährt oder so. Aber ja, das ist eine andere Sache. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich sollte hier eigentlich zum Fischer. Deshalb muss ich kurz hier wenden. So. Ja, ich hoffe, das ist alles jetzt wieder richtig eingestellt, weil ich muss jetzt wieder auf 48 FPS runterstellen, weil GTA Online einfach, also GTA 5, einfach Probleme macht mit OBS. Und deshalb gehen 60 FPS nicht. Ich kann auch auf 50 oder auf 54 hoch, aber das weiß ich jetzt nicht genau, wie man das einstellt. Also, ja, man könnte, aber 48 ist das weiter unten und 48 ist immer noch sehr, sehr glatt. Also, ihr müsst bedenken, früher waren die Zwischensequenzen 15 FPS. Also stellt euch mal vor, wie das hässlich aussah. Also bitte, nicht so. Nein. Ich habe ja Vertrauen zu euch. Ihr seid einfach das beste Publikum, das ja, das je ein Livestream oder Let's Player haben kann. Ey, ihr seid in letzter Zeit so gut gewesen. Ihr habt mich unterstützt beim Kampf gegen den Narzissmus. Und ja, ich habe ja echt auch in WoW ein bisschen Probleme gehabt und so. Ihr seid eigentlich immer treu geblieben, auch wenn ich ein bisschen Scheiße gemacht habe. Ich bin ja ein bisschen vergeltend zu bösen Leuten. Ich bin einer, der sich gegen böse Leute durchsetzen kann und nicht einsteckt. Und das sind Sachen, die halt auch ein bisschen Supporter im Hintergrund braucht. Ich kann jetzt nicht immer alles blind aushalten. Und wenn ich dann sehe, wie ihr die Videos liked und es einfach euch Spaß macht, ihr wieder mehr zuschaut und so, das freut mich jederzeit. Wenn man jetzt einsteckt, hat man auch etwas davon. Also ich bin als Let's Player, bin ich eigentlich wirklich froh, dass ich schon ein Mega-Publikum habe, also ein Mega nicht. Nur so ungefähr zwischen 40 und 80 Aufrufe pro Video innerhalb von einem Tag. Aber das ist einfach wahnsinnig, wie glücklich ich bin. Danke euch, also. Dankeschön. Ja, es ist nicht so viel los und ich kann jetzt nicht so actionreiches Zeugs natürlich zeigen. Aber ich werde jederzeit, wenn ich es kann, euch tolle Sachen zeigen. Vor allem Roleplay. Aber mit wem soll ich jetzt Roleplay machen? Also wenn ihr WoW spielen könnt und wollt, macht mit mir Rollenspiel, ich werde es aufnehmen. Oder ich werde es auch nicht aufnehmen, wenn ihr nicht akzeptiert. Aber damit einfach auch ein bisschen für euch etwas Spannendes rauskommt, könnt ihr mich gerne unterstützen. Jo, und für alle, ja, die wieder sehen, oh, ich mache wieder Videos. Ja, Dankeschön für eben die Zeit vor dem Bann. Und jetzt Dankeschön für die Zeit nach dem Bann. Ich werde es eigentlich jetzt genießen. Ich werde keine Regelverstöße mehr machen. Und ja, ich bin hauptsächlich jetzt mit dem Account von XX Shadow unterwegs. Das werden vielleicht die Account-Leute, also die Leute vom Ding nicht so wollen. Aber für mich ist das jetzt Drago Basler und ich werde ihn umbenennen in Drago Basler, wenn ich genug Chatons, also nein, nicht Chatons vom Casino, vom Server einfach das Echtgeld habe. Man sieht es ja hier. Kredits, okay. Ja, auf das wäre ich nie gekommen. Ich habe Chatons gesagt, aber gut. Ja, mich freut es wieder ein bisschen,
WoW zu zocken, GTA Online zu zocken, also GTA 5 zu zocken. Und ich werde, ah, der musste hier rechts. Ich werde recht gut eigentlich Roleplay machen. Aber eben, es wird halt eher ein Gameplay sein, also ein Let's Show sozusagen. Jetzt nicht alles aufnehmen kann, dass ich nicht ja, alles aufnehmen kann. Aber das mache ich ja zum Beispiel bei Regnum auch nicht. Bei Regnum mache ich alles Langweilige ohne Video. Und alles Spannende, Lustige oder Interessantes mache ich im Video. Und das werde ich hier auch so machen. Aber das ist sozusagen jetzt auch ein Reback, Reboot, oder dass ich jetzt einfach jetzt nochmal so ein bisschen neu beginne, weil ich jetzt auch kaum noch etwas weiß, einfach die Steuerung und so noch weiß. In der Polizei tue ich jetzt mal nicht in den Wald, in den Busch parkieren. Jetzt müssen wir leider ein bisschen angeln, aber ich habe, ja, ich habe alles weg. Mist, wir haben gar keine Angeln, wir müssen das jetzt alles ausgeben, oder was? Wieso steigst du so langsam ein? Ja, die Plugins sind echt scheiße. Angelhaken haben wir. Ja, Angeln müssen wir leider kaufen, die habe ich wahrscheinlich im anderen Auto, im schnellen Auto. Ich weiß es gar nicht mehr, was das für ein Auto ist. Orakel, glaube ich, habe ich doch gekauft im Livestream. Oder? Oder nicht während dem Livestream, aber ja, danach wahrscheinlich. Also, wir haben was? 1900. Nee. Können wir halt nicht so viel kaufen, aber 2, 4, 6. Okay, 6 haben wir mal. Dann gehen wir hier aufs Dock und angeln mal ein bisschen, dann kann ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Also eben, viele Leute sagen, WoW ist ein Scheiß-Server, ist kacke, ich möchte auch nicht mehr hier zocken und so. Aber ich bin einer, der immer das, was ich Let's Player, auch eine Mega-Chance biete, solange wirklich auch Aufrufe kommen und Interessenten auch wirklich Kommentare schreiben oder liken, mache ich die Videos immer weiter. Ich habe begonnen mit WoW, ich werde das WoW weitermachen. Nur damit es geklärt ist. Ich mag es auch nicht so. Ja. Ich muss auch Angel auswerfen noch. Das muss ich noch A drücken wieder. Muss ich wieder ein bisschen merken. So. Und, oh, das ist stark. Oh, das ist ein starker Fisch. Und ja. Solange es mir wirklich noch Spaß macht, den Spaß auch noch rauskitzeln kann, werde ich WoW-Aufnahmen machen. Auch Livestreams, wenn ihr nochmals ein bisschen mehr Lust habt. Also von mir aus können wir heute Abend schon Livestream machen. Aber ich möchte nicht irgendwie jemanden vom Server oder so da im Weg sein. Die haben mich gebannt, sie haben ein bisschen Bekanntheit eingebüßt dadurch. Ich finde es okay, dass ich gebannt wurde, aber eben ich musste es machen, ich konnte die Artprüfung nicht machen. Es waren immer andere Dinge, oder? Oh, eine Holzkiste, cool. Und deshalb, ja, denke ich halt einfach, dass ich natürlich schon jetzt wirklich nichts mehr machen müsste. Fischernetz ist auch gut, wir brauchen Fischernetze. Das droppt recht gut. Ich weiß nicht, es wurde gesagt, dass man ab Level 2 nichts mehr besser findet mit Level 3, mit Level 4. Ich weiß nicht, aber jetzt habe ich schon wieder eine Holzkiste. Es kann schon, dass ich jetzt mit Level 2 schon eine richtige Ding habe. Glückssträhne, also kann ja auch momentan nicht so gut gehen dann wieder. Aber auf jeden Fall werde ich noch ein bisschen Casino üben. Kann das euch zeigen. Habt das nur, wenn ihr es wollt. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Was genau. Und ich mache es. In der Farm werde ich einfach selbstständiger ein bisschen farmen. Und die Nebenjobs werden wir gemeinsam machen. Vor allem das Müll austragen möchte ich damit jemanden zusammen machen können. Jo. Aber ich möchte jetzt auch nicht gerade so ein langes Video für den Anfang machen. Ich mache dann weiterhin natürlich ein paar
30er-Minuten-Videos oder manchmal ein paar 20er oder ein paar 10er-Minuten-Videos oder 15-Minuten-Videos. Aber dass ihr einfach wisst, bei mir sind die Aufnahmen je nachdem, was passiert und wie lange es passiert. Also, ja, wie lange ist es denn? Jetzt hat ein längeres Video oder ein kürzeres Video. Und wenn ihr eben irgendwelches etwas auszuarten habt, oh, ich bin zu sehen oder so, dann dürft ihr das gerne posten. Aber ich kann das halt eben auch nicht so gut schneiden oder rausnehmen aus dem Video. Das YouTube-Studio, das ist sowas von laggy bei so hoher Qualität. Da kann ich eigentlich kaum euch unkenntlich machen oder sonst irgendwas. Aber ihr seid auf dem Server und solange ihr auf dem Server seid, seid ihr eigentlich eine freie Person. Also darf ich euch auch aufnehmen. Oder, ja, eben peinliche Momente oder so, das sind ja lustig. Da müsst ihr ja gar nicht irgendwie streiten. Ja, also ich möchte jetzt euch nicht so viel Angeln zeigen. Das mache ich jetzt einfach in Ruhe. Ich wollte noch kurz ein bisschen schauen. Wir können ja direkt mal Kisten öffnen. Golderz. Metallteile. Metallteile sind illegal. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Deshalb tun wir die direkt mal rein. Und tun gleich mal den Fisch. Also schauen, wie hoch der Preis ist vom Fisch. Ja, die Bullen sind scheinbar nicht anwesend. Noch keinen Bullen gesehen. Ich denke, weil wir so unten nach unten kippen, geht es einsteigen so langsam. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen Ding. Perle können wir auch mal reintun. Fisch verkaufen. Wo ist jetzt? Ah, da oben. So. Fischernetz machen wir auch mal schon mal rein. Boah, wir haben schon so viel. Ah, wegen dem Gold. Das Gold ist zu schwer. 176. Wow. Die Chatons können wir eigentlich drin lassen im Meter. Die kosten, also die haben kein Gewicht. Ja. Okay. So. Also. Jetzt schauen wir mal, wie der Preis hier ist. Da hat jemand das Auto angelassen. Noch drin. Fünf, also sehr, sehr teuer. Ja, gut. Aber die Polizei ist hier. Ah, hier ist einer, okay. Der hat eine Glatze. Hat sich wahrscheinlich noch nicht verändert. Ummodelliert. Gut, also dann bis zum nächsten Part von WoW. Euer Drago. Tschüss.